Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute handelt es sich um die Putztasche von Caninho. Ja, sie ist weiblich. Sie war noch von meiner Stute und sie erfüllt noch ihren Zweck. Sie ist noch heile und ich finde sie trotzdem mit dem Niki-Pferd total niedlich. Deswegen behalte ich sie noch, bis sie den Geist aufgibt. Ich werde euch heute zeigen, was sich in Caninhos Putztasche alles befindet. Und ich habe bestimmt noch vielleicht ein, zwei Tipps für euch, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder die ihr bei eurem Pferd auch sehr gut anwenden könnt. Und ich werde jetzt immer nach und nach ein paar Sachen aus meinem oder beziehungsweise alle Sachen aus meiner Tasche rausholen, euch immer einblenden in nahen, wie sie aussehen, nicht von allen. Dann würde das einfach überhand nehmen, weil ich schon sehr viele Sachen hier drin habe. Und dann auch nochmal, wie ich sie an Caninho verwende. Bevor wir aber anfangen, habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, ist euer Abonnieren-Button unten noch rot? Wenn ja, dann seid ihr noch nicht Abonnent unseres Kanals. Und dann bitte ich euch, einmal den Abonnieren-Button zu drücken. Und schon seid ihr immer dabei auf dem neuesten Stand, welche Videos wir machen. Gerne könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben, was für Videos ihr euch wünscht. Oder vielleicht wie euer Putzbeutel oder Putzbox-Inhalt ist. Und ob ihr auch eine süße Niki-Tasche habt. So, dazu möchte ich auch noch sagen, das hier hat jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Ich nehme jetzt einfach irgendwelche Sachen raus. Aber solltet ihr mal eine Putzroutine wünschen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir das auch sehr gerne für euch filmen. Wir fangen mal an. Ich habe hier einen Lammfellhandschuh. Den ja, benutze ich immer, wenn so als Highlight, vor allem auf dem Turnier nochmal, wenn beim Transport das Pferdchen immer noch mal ein bisschen eingestaubt ist, dann gehe ich da einfach nochmal mit rüber und das Pferd glänzt und ja, den muss ich auf jeden Fall nochmal wieder in die Wäsche tun. Der ist doch schon sehr staubig und dreckig. Wie gesagt, ich benutze meine Teile jeden Tag. Die sind alle noch dreckig. Ich habe versucht, einmal überzuwischen, damit sie ein bisschen sauber sind. Dann habe ich hier eine Kadetsche, die ist schon uralt, die ist bestimmt schon 4-5 Jahre alt. Die ist von Showmaster, hat so ein bisschen, ja, raueres, ja, wie alt eine Kadetsche ist, womit man den groben Dreck runternimmt. Und ja, ich bin super zufrieden damit, die Knöpfe rosten schon ein bisschen, aber das ist ja egal, das hindert ja nichts an der Funktion. Habe ich hier einen auch uralten Gummistriegel. Ich kann gar nicht mehr sagen, von wo der ist oder wie alt der schon ist. Also der ist wirklich uralt, aber super elastisch und ist noch nirgendwo eingerissen, erfüllt auch noch super seinen Zweck. Aber ich habe bei Visionet ja im Krämerhall gesehen, was es da für neue Gummistriegel gibt und ich glaube, da muss ich auf jeden Fall mal hin und mir so einen Striegel zulegen. Dann haben wir hier zwei Striegel. Ich habe einmal einen größeren Striegel, der ist recht neu. Den habe ich mal beim Shoppen mit dem Reifeisen gesehen und der war recht günstig, also habe ich den mitgenommen. Der hat schön weiche, flauschige Borsten. Ja, wie gesagt, den habe ich von Reifeisen. Ich weiß gar nicht, wie die Eigenmarke von denen heißt. Und dann habe ich hier nochmal so einen kleineren, der ist von Showmaster, also auch von Cremer. Und den fand ich total niedlich mit diesen Ankern und so und ich glaube, der war auch runtergesetzt, deswegen habe ich den einfach mal mitgenommen. Dann habe ich hier noch so ein Schmuckstück, eine uralte Wurzelbürste. Man sieht, sie ist schon sehr ausgefuddelt. Die war auch mal von Showmaster, man kann es oben überhaupt nicht mehr lesen, aber erfüllt auch noch super einen Zweck. Ich reinige damit immer die Beine, vor allem kann man so mit den Spitzen auch gut in der Fesselbeuge den Schmutz draus machen, damit sich keine Mauke bildet oder sich da irgendwelche Bakterien sammeln können. Ja, dann kommen wir auch schon zu Fell, Mähne und Schweif. Da benutze ich momentan oder auch fast immer von Efol das Superstar Shine. Da bin ich einfach super begeistert von. Es riecht so lecker, ein bisschen so nach Weichspüler oder einer Creme. Ich sprühe damit immer, bevor ich anfange, auch wenn da noch Stroh drin ist, den Schweif und die Mähne ein, lasse das dann einziehen und mache dann erst die Hufe und danach fange ich dann an, ja, den Schweif zu kämmen und auch die Mähne. Wo wir gerade bei der Mähne sind, habe ich auch hier eine uralte Bürste. Ja, man kann sie schon fast mit einer Menschenbürste vergleichen.
Ja, die ist bestimmt auch schon 5, 6 Jahre alt. Die habe ich mal auf der Messe gekauft. Es steht auch kein Name dran, aber sie hält super. Es hat noch keinen Zicken verloren. Und ja, wenn ich den Schweif damit kämme, drehe ich den vorher ein. Erst sammle ich halt das ganze Stroh raus, dann drehe ich ihn ein und fange von unten an, ganz langsam zu bürsten bis nach oben hin. So reißt man keine Haare raus und dem Pferd tut es auch nicht weh. Ja, dann habe ich hier, ja, was auch in keiner Putzbox fehlen darf, das ist natürlich eine Schere. Da habe ich einmal eine Drahtbürste und dann nochmal so einen kleinen Hufstriegel. Also er ist wirklich sehr, sehr hart. Ist, glaube ich, auch von Crema. Ja, und damit mache ich die äußere Hufwand immer sauber. Vor allem mit der Drahtbürste. Wenn du hartnäckigen Schlamm hast, ist sie super. Du musst nur aufpassen, dass du nicht oben an den Kronenrand zu nah rankommst, weil da ist ja das Fleisch wieder und das tut dem Pferd dann sehr arg weh. Dann habe ich auch Hufauskratzer, die ja das absolute Must-Have, glaube ich, sind. Ich habe nicht nur einen, ich habe 2, 3, weil ich die irgendwie immer verbase, liegen lasse. Die finden sich aber irgendwie immer nach der Zeit an. Ich habe da keine besonderen. Ich habe die 0815-Dinger für 80 Cent oder 1 Euro von Raiffeisen-Crema. Dann kommt von Eful die Hufsoft-Creme drauf. Und zwar aber auch nicht jeden Tag, weil zu trocken sollen sie auch nicht werden. Diese Hufsoft-Creme ist feuchtigkeitsregulierend und eine Intensivpflege. Und ja, ich fahre da super gut mit. Canino, als ich ihn gekauft habe, hat er zu sehr weichen Hufen geneigt. Und man konnte ihn kaum nageln. Ja, und jetzt mittlerweile ist mein Hufschmied sehr zufrieden und er hat nicht mehr so feuchte Hufe. Er kommt sehr, sehr gut durch den Winter. Und dabei nutze ich auch von Eful die Hufsalbe. Die kommt danach oben auf die Hufwand, angefangen von oben am Kronrand, wo das neue Horn rauskommt. Denn da ist es besonders wichtig, weil da nimmt er gut die Nährstoffe auf. Ihr seht, das ist noch eine ganz alte Packung. Also ich habe die schon sehr, sehr lange. Man reicht mit so einem Riesentopf echt wirklich lange. Man kann aber natürlich auch Huföl nehmen. Es gibt total viele verschiedene Sachen. Da Canino aber zu weicheren Hufen neigt, nehme ich die Hufsalbe, weil sie doch auch ein bisschen die Feuchtigkeit abhält von den Hufen. Und somit sind die halt von der Feuchtigkeit sehr gut geschützt. Dann kommen wir zu meiner vorletzten Sache so ziemlich. Das ist, wie ich schon im Haul erzählt habe, die Maulbutter von Eful. Ich habe hier noch eine ganz alte, auch mit dem alten Logo, wie ihr seht. Ja, einmal in Banane, einmal in Apfel habe ich sie mir jetzt neu gekauft. Wie gesagt, Canino mag es total gerne, wenn ich vorm Reiten seine Mundwinkel einschmiere. Und er läuft einfach dann ruhiger in der Anlehnung. Ich nehme mir das auch sehr gerne auf die Lippen folgen jetzt im Winter. Also es ist nicht nur für das Pferd, sondern auch sehr, sehr gut für den Menschen. Hier einmal das Babypflegeöl. Ganz normales Babypflegeöl. Das ist jetzt von Elkos, meine ich Edeka. Und dazu kaufe ich immer diese großen Wattepads. Denn damit mache ich die Nüstern und die Augen sauber. Ich träufel das immer auf die Wattepads und tupfe das ein bisschen ein und reinige somit die Nase und die Augen. So reibt es dem Pferd nicht an der empfindlichen Haut und pflegt dann auch noch mal gleichzeitig. Ja, schade, das war auch schon meine Putztasche, obwohl ich habe ja schon recht viel da drin. Sie ist auch sehr, sehr vollgepackt. Ich werde euch hier gleich im Anschluss auch nochmal zeigen, wie ich das alles reingepackt habe und wohin. Mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht, mal wieder meine Putztasche aufzuräumen. Ich habe mich doch arg erschrocken, wie dreckig so eine Putztasche von innen werden kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so wie ich das gemacht habe. Ihr konntet vielleicht was mitnehmen, vielleicht den einen oder anderen Tipp kennt ihr schon oder habt da neu kennengelernt. Falls euch das Video gefallen hat,
ganz, ganz, ganz dringend dran denken. Gebt uns einen Daumen hoch, gebt uns ein Feedback und vergisst den Abonnieren-Button nicht. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt, blende euch noch ein, wie meine Tasche aussieht, wenn sie gepackt ist. Und ja, wir sehen uns wieder. Bis denn!